Jan hat mich beauftragt für die Laus, mal, weil die zu faul sind und zu doof sind, ihre scheiß Beine zu trainieren, weil die Hälfte auf dem Planeten rumläuft, als ob die Teile verkehrt rum im Arsch gesteckt sind. Muss ich jetzt meine Freizeit dafür opfern und euch zeigen, wie Beine trainiert wird. So, Sicherheitscheck. Okay, nicht eingepisst. Also, ihr kennt die Sendung mit der Maus und dann gibt es die Sendung für Lauchs. Und heute Beine für Lauchs. Einstrecken nehmen wir zum Aufwärmen der Knien und der Quadrizeps, bevor wir mit schweren Übungen entweder Beinpressen oder Kniebeugen fortfahren. Das ist jedem überlassen, das kann man im Wechsel machen. Aber auf jeden Fall würde ich die Erwärmung auch immer mit Dehnung kombinieren. Oh, die Lehne natürlich nicht in Liegeposition, ist klar. Nehmen wir ein bisschen mehr davor. Das variiere ich zum Beispiel entweder, weil damit kommt ja das Becken etwas weiter vor, ne, bei der Übung, zack. Oder ich mache es auch manchmal ziemlich weit vor, dass ich dann diesen mache hier, ne, nicht auf das Becken dadurch weiter hinter drücke und einen anderen Druck auf den Quadrizeps bekomme. Heute machen wir die Variante. So, 26, 27, 28, 29, 30, yeah. Hier, kurz Beweis. Man darf auch beim Einstrecken ruhig mal ein bisschen exzessiv trainieren. Wirklich mal alles reinhauen, weil das eine sehr, sehr wichtige und sehr gute Übung für die Quadrizeps, beim Wettkampf für die Tiefe und Teilung verantwortlich unter anderem und bringt auch ein schönes Volumen. Also das sind eigentlich so zu den Grundübungen, Strecken, Pressen, Beugen, das sind die drei Sachen, wovon das Bein dick wird, wenn man es vernünftig und schwer macht. Ganz wichtig, ich nehme immer zum Beintraining Schuhe mit flacher Sohle, mit flacher, harter Sohle. Weil ich diese ganzen Softdinger, die auf der Beinpresse, ich habe schon so viele Schuhe, die diese Airbikes, die da drin sind, zerquetscht, kaputt gemacht, funktioniert nicht bei mir. Ne? Also wenn man schwer trainiert, dann braucht man nicht diese Softdinger, sondern eine harte. Am besten, manche schwören auf Gewichtheberschuhe, ist natürlich die optimalste Variante beim Beintraining. Mit Trainingssatz mache ich immer exzessiv bis zum Schluss. Dann reichen auch meistens ein, zwei, maximal drei von Trainingssätzen mit Arbeitsgewichten. Reduktionssatz mit Halten, alles querbeet, was euch einfällt. Hauptsache das Teil ist tot hinterher. Da ist nichts mehr mit schweren Gewichten. Aber darauf kommt es bei mir zum Glück nicht mehr an. Vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant. Die Wickeltechnik der Bandagen bei mir, das hatte mir mal ein Powerlifter gezeigt. Da gibt es ja welche, die wurschteln die einfach nur rum, unteren und oberen Knie, um die Patella dann im Gegendruck aufzubauen. Und dann hat mir mal ein Powerlifter gezeigt, halt, mit diesen Kreuzen über dem Knie. Also das erste Kreuz auf der unteren Patella, das zweite Kreuz auf der Kniescheibe, das dritte Kreuz auf der oberen Patella. Ja, und das zeige ich euch jetzt mal. Dann gehe ich von hinten schon hier hoch, gehe hier vorne wieder runter, komme von hinten unten wieder hoch, habe das erste Kreuz. Zack, zack, zweite Kreuz, zack, zack, dritte Kreuz. Und für die, die nicht mitgekommen sind, ich habe mit zwei Beine, zeige ich euch das nochmal. Ne, drei Kreuze, 1, 2, 3.
Jaco, bist du überwältigt? Habe ich mir hier die Birne gestoßen. Ja, Wickeltechnik. Ja, so mache ich das immer um den Schwanz. Dann möchte ich mich auch ganz herzlich bei der Studioleitung von Fit One bedanken, wo wir heute das Video drehen, wo ich auch meistens meine Trainings in Händen verbringe, dass sie uns halt gestatten, hier immer so ohne Probleme und Stress unsere Sachen abzuarbeiten für YouTube. Schönen Dank. Jaco, kiekst du, oder? Wo ich sagen muss, könnt ihr jetzt sagen, ja, so ein Angebersatz mit allem. Aber das Gewicht hat letztens von einem Kumpel die Braut auch genommen. Also ihr habt das schon mitgekriegt, Kniebeugen ist nicht mehr unbedingt meine Paradedisziplin. Gehört aber immer noch ab und zu dazu. Einfach um ein gutes Kopfgefühl und einen Ausgleich zu den anderen Beinübungen zu geben. Das ist halt so drin bei mir. Ich mag die Übung, auch wenn ich jetzt keine schweren Gewichte mehr benutzen komme. Und dafür immer nicht vergessen, ich hatte in Beizeit den Patellasehnenabriss. Und dafür ist das, dass ich sie überhaupt so belassen kann, ein Wunder. Und ich versuche schon das Optimale rauszuholen. Beinpresse läuft ja dafür ganz gut heute. Und Strecken war auch okay. Also von daher bin ich jetzt nicht unzufrieden bis jetzt mit dem Beintraining. Ne, da hat man immer mal so eine Phase, lasst euch doch nicht zurückwerfen, wenn ihr euch mal einen Tag nicht fühlt oder so. Einfach das Optimal rausholen. Und wenn es mal nicht klappt, dann macht er eben leichter. Oder sucht euch eine komplett andere Übung für den Muskel. Hauptsache, der wird belastet, bewegt und bekommt einen Reiz. Es muss nicht immer der Maximale sein. Wäre aber optimal, wenn, gerade wenn man sich vernünftig ernährt oder die Wettkampf-Bodybuilder auch mit Rolls arbeiten. Die sollten natürlich kein einziges Training verschenken. Ne? Also den Ratschlag kann ich euch geben. Die Netties, bei denen ist es nicht so schlimm. Die sollten ja auch nicht so viel und nicht so schwer trainieren, wie zum Beispiel Leute, die auf Rolls sind. Weil die eine ganz andere Verstoffwechselung haben und einen ganz anderen Druck im Körper aufbauen. Ein ganz anderes Kraftverhältnis haben, als wir Natural-Bodybuilder. Ne? Und auch in den Kommentaren, wenn ich das lese, ich spreche immer für Bodybuilder, die Wettkämpfe machen. Wenn da jemand keine Chemie nehmen möchte, ist das total geil. Weil ich rate sogar jedem dazu, wer keine Wettkämpfe machen möchte, sollte den Scheiß auch weglassen. Ne, das ist wirklich für die leistungsorientierten Athleten. Und wer mal die Augen aufmacht im Leben, der wird auch wissen oder erkannt haben, dass es in keinem Leistungssport der Welt ohne leistungssteigernde Mittel, egal in welcher Form geht, ob das sauerstoffangereichertes Blut ist oder so in einfachen Sachen bis zur schweren Chemie hin, das tut der Sache ja keinen Unterschied ab. Sobald versucht wird, die Leistung zu steigern, ist man der Gefickte, dann ist man Stoffer und dann ist man scheiße. Und die Netties, das sind die Guten, die fahren zwar Halbgas und sehen auch natural aus meistens. Und die regen sich dann halt über die Stoffe auf. Und die Stoffe regen sich dann über die Netties auf. Das ist so, als ob zwei verschiedene Spezies aufeinandertreffen und die versuchen miteinander zu kommunizieren. Das geht vielleicht im Bett, aber alles andere wird schwierig. Fickt euch alle. Scheiß natural. Ballert euch die Chemie, Mann! Also ich mache jetzt zum Abwärmen noch was für meinen Beinbeuger.
Dann gehe ich noch kurz zum Adduktoren hinter. Quadrizeptraining war gewesen, hab da mitgekriegt. Kurz und knackig, drei Übungen, drei Grundübungen gemacht. Bei mir geht es ja nicht mehr um den Muskelaufbau, sondern um den Muskelerhalt. Also ist anders wie beim Wettkampf-Bodybuilder. Deswegen ist das auch alles nicht mehr so ultra schwer, weil es erstens gar nicht mehr geht. Und zweitens mal würde ich mich dann nicht wohlfühlen. Ich möchte mich auch noch wohlfühlen mit dem, was ich mache. Und deswegen erkläre ich euch das immer, wie ich es früher gemacht habe, wie es funktioniert für Wettkampf-Bodybuilder und wie ich es heute mache. Und alles, was ich in den Kommentaren lese von euch, von den Natural-Bodybuildern, ihr müsst euch die Videos richtig anschauen und auch zuhören, was ich da teilweise sage und über wen ich da rede. Ne, dass die Natural-Bodybuilder, dass ich mich mit denen da gar nicht befasse, teilweise, das steht dann außer Frage. Ich versuche Wettkampfathleten zu zeigen, wie sie sich verbessern können, beziehungsweise ihre Ziele und Träume verwirklichen können, neue Wege aufführen. Und da hat das Reingeplärre von den Naturalen, ja, jeder will ja nicht und bla bla, muss auch keiner, hat gar keiner verlangt. Ne, aber dann muss man sich ja nicht wundern, wenn man natural aussieht. Ne? Und Bodybuilding hat ja was mit Muskelaufbau zu tun. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, der lügt in meinen Augen. Weil Bodybuilding heißt Muskeln aufbauen. Und davon so viel wie möglich, wenn es geht. Ansonsten nennt man sich Freizeitsportler, hält die Fresse und setzt sich in eine Ecke und glotzt einfach zu. Oder dreht sich um und guckt weg. So einfach ist das. Guckst du hier rein? Ja, im Anschluss von meinem Beintraining. Wenn wir jetzt mal die Übung der Übung, die Königsübung Kniebeuge, den Leuten erklären, die nicht so gut beherrschen oder gar nicht beherrschen oder schlecht beherrschen. Weil meine Sekretärin hat nämlich gesagt, während des Beintrainings kamen so viele Anfragen, das zeigt uns mal die Ausführung wie Kniebeuge und wie führe ich überhaupt richtig aus, wie erlerne ich Kniebeuge. Und das werden wir euch zeigen. Und der Jaco stellt sie als Proband dafür bereit, was ich richtig gut finde. Und dann legen wir einfach mal los mit den Grundschritten, wie man überhaupt den Bewegungsablauf erstmal erlernt. Ne? Ja, ich bin aber nicht aufgewärmt, gar nichts. Du bist hässlich und nicht aufgewärmt. Das auch noch. Und 4 Stunden Autofahrt, ne? Nee, und die Jaco, falschen Schuhe auch noch dafür an. Ja, und schlechte Frisur und das Zähne auch noch. Kurz. Das ist auch noch. Nee, Jaco, der wird das gut machen, weiß ich. Du musst, sonst sehen die Leute erst nicht, ne? Zeig mal. Fang mal oben an, nur das erste Drittel. So, okay. Ihr seht, komm mal hoch. Jetzt schieb mal dein Becken vor. Ist schon ziemlich weit. So, und jetzt geh einfach mal runter, ohne den Arsch raus. Ganz, als ob du dich hinsetzen willst. Das ist schwer. Als ob du dich hinsetzen willst. Das ganz ist, normal, ja. Das geht nicht. Nee, als ob du dich auf den Stuhl setzen willst. Pass auf, wir machen es. Mach mal, genau, hoch, runter. So. Becken vor. Becken ist schon ziemlich weit. Ja, und Kniebeuge runter. Hochkommen, Becken vor, runter. Ne? Und die meisten von euch. Mach mal das nach hinten, dass du hier Druck hast. Die meisten machen so. Genau, die machen diese Angstkniebeuge, die haben die Ausgangsbasis schon, den Arsch nach hinten. Deswegen habe ich hier übertrieben, das Becken, du hast das Becken vor. Alles gut, so jetzt. Schritt 2. Schritt 2 ist folgender. Bleib mal stehen noch, oder was? Jetzt mach das selber nochmal und setz dich mal ganz normal, als ob du dich hinsetzen willst. Na, dann mache ich natürlich so. Nee, geh mal hoch. Runter. So, jetzt einfach runter, als ob du dich. Genau. Beim Aufstehen vor. Becken vor. Ne? Und einfach gerade und nach hinten einfach ganz normal. Genau. Merkst du schon den Unterschied? So ein bisschen von der Spannung her im Quadrizeps. Ja, sowieso, ich habe jetzt, das brennt alles schon. Gut. Ne? Okay, das ist Schritt Nummer 2, wie man die Motorik erstmal reinbekommt, dass man überhaupt eine gerade, gesunde, saubere Kniebeuge ausführen kann. So, machen wir mal 2, 3 Stück, als ob du dich ganz normal hinsetzt, genau hoch, hinsetzen. So, jetzt kommen wir zu Schritt 3. Hab nicht viel getrunken. Nur Autobahn. Jetzt kommen wir zu Schritt 3. So, Jaco, stell dich nochmal hin, wie du eben gestanden hast. Jetzt setz dich mal so, wie du dich auf die Bank gesetzt hast, auf die Hand. Ganz entspannt, Kopf frei. Hoch. Genau, weiter. Mach mal so 4, 5 Wiederholungen. Ja, schön immer.
Wichtig ist immer, dass das Becken wieder in vorne geht. Das schreiben bestimmt einige hier, das so. Wäre ein Dildo oder sowas, ne? Ja. So. Okay, jetzt lassen wir die Hantel drauf. Die Handablage auch nicht unwichtig. Bei mir, also ich habe es persönlich mal so gemacht, so tief wie möglich unter den Trapez auf den hinteren Halter. Da war für mich die optimale Hantelablage. Und jetzt wieder auf das Ding drauf? Und jetzt haben wir nämlich schon wieder den Arsch nach hinten, was wir nicht wollen. Becken nach vorne, genau. Becken nach vorne, weil mit einer Hantel ist das schon wieder eine ganz andere Belastung, weil dann kommt man nämlich in die Schwulität, das Falsche machen. So, gerade ganz entspannt stehen, Becken nach vorne, übertrieben nach vorne. Ja. Und jetzt runter auf die Hantel. Sitzen bleiben, also nur berührungsbezogen bleiben, aufstehen. Hoch, Becken nach vorne. Du bist. Mein Körper ist kein. Nee, dein Körper ist schon wie alle anderen irgendwo. Außer, dass er ziemlich feucht ist. Guck mal, du machst einen Fehler. Du machst jetzt schon wieder eine ganz andere Kniebeuge, als wenn du keine Hantel machst. Ja, sonst falle ich um, weil ich nicht. Nein, du fällst nicht davor. Stell dich mal entspannt hin, deswegen ist ja auch kein Gewicht oben. Das Becken nach vorn. Genau. Und jetzt setzt du dich einfach nach unten hin. Ohne, genau, aufstehen. Das ist sauber. Das ist sauber. Liegt die Hantel gut für dich oder hast du sie sonst anders zu liegen? Nee, hier ist okay. Okay. Selbst kein Gewicht drauf. Okay. So, mach noch mal ein paar Wiederholungen, weil. Ja, das ist halt von den Gelenken her, ist das ziemlich. Schau, du mach mal übertrieben das Becken nach vorne. Knall mal, als ob du deine alte knallst. Ja, ist so. So, genau. So, das ist deine Rolle. Das muss wirklich so übertrieben gemacht werden. Jetzt runter, hinsetzen. Nicht nach hinten, sondern jetzt nach aufstehen nach vorne. Genau. Und da merkst du nämlich, du hast eine ganz andere Belastung im Quadrizeps, als wenn du diese Entenkniebeuge machst. Weil du auch den ganzen Bügel nimmst hier, den ganzen Quadrizeps. So, okay. Häng rein, Scheiße. Machen wir ein bisschen Gewicht drauf. Spannung im Oberkörper, Becken nach vorne. Abwärts. Sauber. 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 Schön das Becken nach vorne, jawohl. Sauber. Dann kommst du mir auch mit dem Oberkörper nicht so weit nach vorne. Aber dieses Abstoppen, das geht bei mir auf die Knie irgendwie. Ja, aber hier ist ja mal irgendwas. Ja, ich habe so lange Gliedmaßen. Gut, pass auf, okay. Na ja, dann pass auf, jetzt nehme ich die Hantel weg. Ja. Stand, auf den Stand achten, Becken nach vorne, Spannung im Oberkörper, Becken nach vorne. Jawohl. Bodybuilding würde ich sogar fast behaupten, nicht ganz so tief gehen, weil wenn du das Gewicht, geh mal runter, stopp, dann an dem Punkt hier müssen nämlich die Beinbeuger alles abfangen und halten. Und dadurch entwickeln sich natürlich die Beinbeuger und die Adduktoren extrem mit, weil die da wirklich Arbeit haben. Anstatt wenn du ganz runter und den ersten Drittel mit dem Gesichtsschwung praktisch hochholst. Schön das Becken fahren. Für die Fortgeschrittenen, wenn ihr das dann drauf habt, die stehen dann auch nicht mehr ganz auf. Die lassen sich ständig Spannung auf dem Quadrizeps. Immer runter, hoch, stopp, runter. Also in dem Bereich, das ist der Arbeitsbereich. Genau, das ist der Arbeitsbereich. Dann hat man nämlich nicht diese Stehpausen, was die meisten machen nach jeder Wiederholung. Stehen die erstmal, atmen 50.000 Mal durch und dann der nächste. Das ist kein Beintraining. Es wird wie so ein Roboter, wie eine Maschine gearbeitet. Hoch, runter, ohne Beinpresse. Wie so eine Hydraulikmaschine. Hoch, runter. Also diese Stehpausen, das ist total überflüssig und Quatsch. Das kann man dann machen, wenn der Muskel so sauer ist, dass nichts mehr geht, dass man mal eine kurze Pause macht, damit man noch 3, 4, 5 Wiederholungen ranhängen kann. Mit Hilfe der Hände beim Beinpresse zum Beispiel. Die Kniebeuge ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber hier ging es ja erstmal, um euch die Technik beizubringen, dass man überhaupt mal die Motorik einer Kniebeuge erlernt. Weil es ist ganz schwer, eine bespielte CD zu überspielen im Kopf. Ne, die muss raus
und die muss komplett neu rein. Und deswegen macht man so einen einfachen Schritt, auch wenn es kindergartenmäßig oder überflüssig aussieht. Aber das sind Sachen, die sich dann euer Gehirn abspeichert. Und die man dann auch später mal, wenn man mit schweren Gewichten arbeitet, ruft das Gehirn diese motorischen Vorgänge ab. Und schon bleibt man in einer sauberen Kniebeuge und hat selbst wie ich im Alter dann keine Rückenprobleme, keine Gelenkschmerz, also gut, dass meine Knie Schrott sind durch meinen Patellasehnenabriss, aber Rückenprobleme und sowas kannte ich noch nie, kenne ich bis jetzt noch nicht. Also den Tipp kann ich euch geben und das sollte einfach mal, was soll das sein? Das wolltest du einfach mal sagen. Das wollte ich mal loswerden, weil ich sehe im Gym immer so viele falsche Sachen und ich bin ja auch nicht der Messier, der zu ihm hingeht, ey, du machst das falsch, komm her, das ist mir blöde einfach und dafür werde ich auch nicht bezahlt. Aber die Gesundheit der Leute, bei meinem Auge nimmt ja ganz andere Sachen wahr bei falschen Bewegungen, wie das von einem Laien. Ich sehe immer gleich Knick, Knack, Knuck, Zerrung, Riss, Bruch. Das sehe ich, wenn ich falsche Leute falsch trainieren sehe. Was wir aber auch mal machen können, wenn auch mal andere Sachen, wie zum Beispiel Bankdrücken oder so. Sowas kann ich zum Beispiel gar nicht, wenn wir sowas mal. Könntest du in die Kommentare Bankdrücken stellen? Bankdrücken ist keine Übung für Bodybuilder. Oh, yes. Tschüss.